Crossfitten. Also ich habe den ersten Platz in der Bikini 3 gemacht und ich bin so unfassbar glücklich und ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. Die Woche jetzt davor war nochmal so ein richtig, richtig harter Kampf. Also die Diät wurde nochmal angezogen und ja, alles nochmal gegeben und deswegen so unfassbar glücklich. Wie hast du die Zusammenarbeit gestaltet mit Max und Vegane? Ja, super. Also das sind so tolle Menschen und ja, im Prinzip habe ich auch ein bisschen denen zu verdanken, dass ich nun auch hier stehe und die sind immer für einen da gewesen, wenn es mir nicht gut ging und ich mal wieder so ein Tief hatte und kurz davor war, vielleicht auch aufzugeben. Ich konnte denen schreiben und die haben halt einen wieder hochgepusht. Also bin ich sehr, sehr dankbar. Ausgewogenen Training gehören Kraftübungen, Ausdauer und ein Stretching. Wer nur Muskeln aufbaut, vernachlässigt sein Herz-Kreislauf-System. Und wer ausschließlich seine Ausdauer trainiert, hat zu wenig Muskeln, die Kalorien verbrauchen und vor Übergewicht schützen. Möchte man Kraft und Ausdauer zusammen trainieren, haben die Kräftigungsübungen Vorrang. Diese Reihenfolge vermindert nicht nur das Verletzungsrisiko, sie ist zudem ideal für den Fettabbau. Denn durch das Krafttraining werden die Zuckerspeicher des Körpers aufgebraucht und so werden beim Ausdauertraining verstärkt die Fettspeicher als Energielieferanten angezapft. Ausdauertraining als zweiten Schritt, ob auf dem Laufband, dem Stepper oder auch draußen an der frischen Luft, ist wichtig, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken, Körper und Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen und sein Gewicht zu senken. Als dritter Schritt ist Stretching angesagt. Nicht vor dem Training, da reicht ein lockeres Aufwärmen. Nach dem Workout ist ein ausgiebiges Stretching dagegen wichtig, damit sich der Körper schneller regeneriert und sich die Muskeln nicht verkürzen. Die beim Training beanspruchte Muskulatur entspannt, wenn sie nach der Belastung wieder gedehnt wird. Wer regelmäßig dehnt, erhöht außerdem die Beweglichkeit der Gelenke, stärkt Sehnen und Bänder und kann so letztlich Verletzungen vermeiden.